Hartmut Zier kann endlich wieder ganz normal gehen. Doch das war nicht immer so. Vor 2 Monaten bekommt der 75-Jährige 2 künstliche Hüftgelenke. Seitdem kann er endlich wieder ein mobiles und vor allem schmerzfreies Leben führen. Wenn ich gesessen bin und aufgestanden bin, das war für die anderen nicht mehr schön anzuschauen, weil ich da einfach gebeugt und gekrümmt vor mich dahingelaufen bin, aus den Knien heraus. Und jetzt laufe ich wieder neu gelernt, dass ich sagen kann, ich kann die Füße richtig bewegen, die Knie durchstrecken, weil die Statik wieder stimmt. Also in der Hinsicht, und das in der kurzen Zeit, in der Hinsicht ist es wahnsinnig gut verlaufen. Ein künstliches Gelenk für die Wiederherstellung der Lebensqualität. An der Lindauer Asklepios-Klinik gibt es ein ganzes Zentrum, das auf Endoprothetik, also auf den künstlichen Gelenkersatz, spezialisiert ist. Als erstes Haus in der Region seit Oktober 2013, auch mit einer offiziellen Zertifizierung. Der Vorteil von einem Endoprothetikzentrum ist die externe Kontrolle. Und zwar ist es für den Patienten der Vorteil, wir setzen uns unter externe Kontrolle. Es kommen also, das ist eine übergeordnete Gesellschaft, die in ganz Deutschland Zentren kontrolliert und zertifiziert. Da kommen diese Spezialisten, Fachleute, kommen ins Haus und durchleuchten alles. Die durchleuchten die Abläufe, auch die Ergebnisse, schauen, ob wir das Richtige machen, ob tatsächlich die richtigen Ergebnisse rauskommen. Neben der externen Kontrolle hat das Endoprothetikzentrum noch einen weiteren Vorteil: standardisierte Abläufe für jeden Patienten. In speziell entwickelten Behandlungspfaden ist jeder Tag vor und nach der Operation für alle Berufsgruppen genau aufgegliedert. Hier ist die Küche mit dabei, hier ist der Sozialdienst, der Arzt, die Krankenschwestern, die Physiotherapie, sind alle mit einbezogen. Und jeder findet an Tag 2 nach der Operation genau seine Aufgaben, die er am Patienten zu erfüllen hat. Und somit kann der Patient sicher sein, dass die Arbeiten, die notwendig sind, dass die Behandlung, die er braucht, er auch gewiss und zuverlässig bekommt. Im Alter mobil und selbstständig sein. Das ist der Wunsch der meist zwischen 60 und 70 Jahre alten Patienten. Dr. Wissmeier und sein Team müssen die künstlichen Gelenke auf möglichst schonende Art einsetzen. Sogenannte minimalinvasive Eingriffe. Bei Hartmut Zier operiert Dr. Wissmeier beide Hüftgelenke auf einmal. Und schon nach wenigen Tagen kann der 75-Jährige wieder gehen. Meine Bedenken waren eigentlich nur in einer Weise, weil ich ihn gefragt habe, dann kann ich ja gar nicht richtig stehen. Wenn man ein Bein macht, dann kann man am anderen stehen. Sagt er, nein, Sie können auf beiden stehen. Und so ist es auch gekommen. Und Sie sehen jetzt, ich stehe jetzt ungefähr 2 Monate nach dieser Operation vor Ihnen, schmerzlos. Das ist allerdings nur im Bereich der Hüftendoprothetik möglich. Patienten mit einem künstlichen Kniegelenk müssen sich meistens etwas länger gedulden. Die OP ist wesentlich komplexer. Dr. Wissmeier arbeitet daher mit Computernavigation, um das Gelenk besonders präzise einzubauen. Statistisch hält eine Hüftprothese etwa 15 bis 20 Jahre. Die künstlichen Gelenke sind meistens Titanlegierungen. Wichtig sind dann die Gleitpaarungen, also letztlich die Lager, die man hier hat. Hier ist es ein Keramikkopf und ein sehr hartes Kunststofflager. Diese sind so abriebarm, dass man im Vergleich zu den vor 10, 20 Jahren eingebauten davon ausgehen kann, dass die einfach länger halten, weil sie viel weniger Abrieb im Laufe der Jahre bei den vielen Bewegungen produzieren. Doch ganz egal ob Knie oder Hüfte, nicht jeder Gelenkschmerz endet zwingend in einer Operation. Erst wenn diese Maßnahme nicht nur richtig, sondern vor allem notwendig ist, kommt es zum Eingriff. Auch das gehört zu den Qualitätskriterien des zertifizierten Endoprothetikzentrums der Asklepios-Klinik Lindau.